Hallo Leute, ich bin heute wieder mal auf der Suche nach alten Straßenbahnspuren. In Striechen gab es vor dem Krieg sehr viele Straßenbahnlinien, bei denen man zumindest am Straßenpflaster sieht, wo diese gefahren sind. Zum Beispiel gab es eine Linie, die von der Altenberger Straße über die Augsburger Straße ins Zentrum fuhr. Das hat mir als Kind schon mein Vater erklärt, als ich ihn über das unterschiedliche Straßenpflaster auf der Augsburger befragte. Heute habe ich mir mal das Stück vorgenommen, über die Augsburger Straße bis Johannstadt zu suchen. Ja, ich bin hier in Striechen am sogenannten Altenberger Platz und will meine alte Straßenbahnstrecke heute nachlaufen, die es nicht mehr gibt. Hier fährt die Bahn zwar noch, die wurden vor längerer Zeit schon der Masten aufgestellt. Auch hier gibt es auch vereinzelte Rohrrosetten, wie zum Beispiel gleich hier vor mir. Hier sind ja fast alle noch vorhanden geblieben. Hier kam früher hinter uns die Straßenbahn als Laubegast und bog dann hier rechts in die Altenberger Straße ein. Ja, hier fährt schon vor dem Krieg oder nach dem Krieg keine Straßenbahn mehr. Trotzdem ist hier noch so ein Ding vorhanden. Bin jetzt gleich mal eine Ecke weitergelaufen, da ich diese alte Postkarte von 1903 noch schnell neben das Starro einblenden wollte. Das Neugrunauer Casino hieß 1903 noch der Neugrunauer Ratskeller und war auch schon zu DDR-Zeiten allgemein als das Starro bekannt, da es hier schon immer das beliebte Prager Bier gibt. Hier bog die Straßenbahn damals links ab in die Augsburger Straße. Heute noch zu erkennen an dem etwas größeren Bogen, den die Bordsteinkante hier macht. Hier etwas weiter weg vom Stadtzentrum sind 1945 nur noch wenige Bomben gefallen, aber einige Häuser wurden doch zerstört. Daher hier der erste neu gebaute Block aus den 70ern. Die Stadtmitte wurde ja im Krieg total zerstört. Je näher wir der Innenstadt kommen, desto mehr Lücken gab es hier. Ich kenne aus meiner Kindheit auch noch ein mittlerweile wieder bebautes Grundstück, auf dem nur noch der Keller vorhanden war. Aber der Eingang war zugeschüttet. Es war nur ein ca. 1 Meter hoher Bau
sozusagen der erhaltene Keller mit dem Boden vom Erdgeschoss. Nach außen hin war das Grundstück total zugewachsen und hier konnte man schön spielen. Die Häuser, die dann nach 1989 hier gebaut wurden, fügen sich dann besser ins Gesamtbild ein als dieser Neubaublock hier. Diese Mauer bin ich unzählig Male hochgeklettert und auch runtergefallen. In diesem 1896 erbauten Haus haben wir von 1967 bis 1978 gewohnt. Die ersten beiden Fenster waren unsere Stube. Vorn an der Ecke war ein Lebensmittelgeschäft, geführt von Familie Wagner. Als Nachbarn konnten wir, als wir beim Mittag saßen und feststellten, es ist kein Ketchup vorhanden, auch mal schnell klingeln und uns welchen holen. Offiziell gab es in den 70ern Ketchup nur ganz selten zu kaufen. Hier an der Seite wurde die Treppe in dem Waschkeller bei der Modernisierung entfernt. Das erste Fenster war unsere Küche und das zweite war das Schlafzimmer der Eltern. Hier die beiden Fenster waren das Kinderzimmer, in dem ich mit meiner Schwester schlief. Auch hier gab es damals keinen Ausgang. Der Barbarossa-Platz wurde 1946 umbenannt in Lene-Klatzer-Platz und erhielt 1991 seinen alten Namen zurück. Hier kreuzten sich mehrere Straßenbahnlinien, die alle 1945 eingestellt wurden. Es gibt auch eine Gedenktafel, die an Helene Klatzer erinnert. Hier kann man jetzt ganz deutlich sehen, dass damals die Schienen entfernt wurden und die Straße mit anderem Pflaster wiederhergestellt wurde.
Hier kurz vorm Ende der Augsburger Straße sieht man, dass hier 45 schon einige Bomben gefallen sind. Teilweise wurden die im alten Stadtplan noch eingezeichneten und zerbombten Häuser und ein größeres Hotel durch Garagenhöfe, Baracken oder eben durch nach 1990 gebaute Häuser ersetzt. Die Augsburger Straße hört hier vorn gleich auf. Die Straßenbahn hatte hier einmal die Möglichkeit, nach rechts zur Löschwitzer Straße abzubiegen. Dann gab es auch noch Gleise nach links, die über die Huttenstraße zur Dürerstraße gingen und dann in die Fürstenstraße, heute Fetscherstraße, einbogen. Ganz am Anfang habe ich noch eine Leitungsrosette gefunden. Ansonsten sieht man hier nur noch ab und zu an der Straßenbepflasterung, dass hier mal Gleise lagen. Hier werde ich bei nächster Gelegenheit mal weitersuchen. Was mir jetzt beim Sichten der alten Stadtpläne aufgefallen ist: Hut ab! Es sind schon als Vorplanung verschiedene Plätze oder größere Kreuzungen in den Plänen als gestrichelte Linien eingezeichnet, die dann beim weiteren Straßenbau auch zum Teil so fortgeführt worden sind. Ich spiele manchmal so ein Städteplanungssimulationsspiel. Hier habe ich mir das auch erst so nach und nach angewöhnt. Im Vorfeld schon zu planen, wie du später die großen Hauptstraßen durch die Stadt legen willst. Mir ist das gleich am Anfang aufgefallen, wie die Donaustraße sich aus dem alten Weg durch die Dörfer zu einer großen, wichtigen Hauptstraße über die Teplitzer Straße entwickelt hat.